der Wahrheit erkennen wir, wer wir wirklich sind. Welche Opfer wir ertragen. Mit welchen Entscheidungen wir leben können. Wir sind gezwungen, über uns hinauszuwachsen. Wir entdecken, wozu wir fähig sind. Und akzeptieren, wer wir sein müssen. Denn unser Überleben ist nicht garantiert. Wir müssen dafür kämpfen. This is your fucking fault. This is war, son. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Battlefield 5 hier auf Kais Retro Games. In der vorigen Mission waren wir ja so weit gekommen, dass wir gesagt haben, wir gehen es jetzt an, wir zerstören das Hydrierwerk, das die Deutschen benutzen, um schweres Wasser herzustellen. Und deswegen, wie gesagt, ist es jetzt so. Wir sind jetzt halt eben von der Mutter halt eben, nachdem wir dort Sprengsätze gelegt haben, sowie halt eben Unterlagen gerettet haben, jetzt nun geflohen halt eben, wie gesagt, Mutti hat uns dann von der Brücke gestürzt, damit wir nicht in die Hände feindlicher deutscher Soldaten fliehen oder fallen, je nachdem. Und deswegen sind wir jetzt nun hier und kämpfen uns durch die eisige Wildnis Norwegens zu einem warmen Plätzchen. War ingenting igjen. Bringe den Tornister zum toten Briefkasten. Na gut, dann will man uns dahin machen. Den dicken Schneesturm. Weil normal ist es Selbstmord, normal würde man das nicht tun, aber... Eierpflaumen holen Verstärkung, na gut, dann ganz schnell weg. So eine Wärmquelle, die Frage ist nur wo. Boah, hoffentlich schaffen wir das noch, bevor wir an Unterkühlung sterben. Ja, jetzt wird's kritisch. Jetzt wird's kritisch. Oh, an Unterkühlung gestorben. Org. Begib dich vom Lagerfeuer zu Lagerfeuer und wärme dich an jedem auf. Sei vorsichtig. Ich bin da hinten lang gegangen, da oben ist eins, glaube ich. Der Quartiermeister meint, du hast doch Klopapier. Lass mal rüberwachsen. geht's weiter. Ah, jetzt haben wir da oben endlich auch mal eine Zielanzeige. Jetzt weiß ich, wo ich hin muss. Das glaubst du vielleicht. Da hat sie nicht irgendwas jetzt die Tasche davon geflogen. Schnell hinterher und holen wir das gute Stück. Bissige Winde hier, mein lieber Scholli. Und wieder abgestürzt. Ins Wasser. Bei den Temperaturen. Brr. Das ist sicher ordentlich kalt. Na komm, Mädchen, zeig ein bisschen Kampfesmut. Heraus mit dir. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Du må overleve. Det schaffst du. Jeg trenger deg, mamma. La meg bli med. Hun har fått deg fremover, Solveig. Ah, da hinten steht ein Häuschen. Komm, Mädel, nicht kapitulieren, das schaffst du. Våkn opp! Na boom, die ringt ja wirklich mit dem Leben. Ob das da drin nicht auskühlt mit der offenen Tür? Hm. Ah, es wird munter. Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vannet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. De har mer tungtvann ved kajen. Jeg må ødelegge det før båtene kaster loss mot Tyskland. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Det finnes ingen motstandsbevegelse, mamma. Det er bare meg. Det er her vi distribuerer tungtvannet. Zerstöre die Schwerwasserwagen. Das ist nur die Frage, wie. Ich habe keine Granaten, nichts. Denne kommer jeg til å trenge. Über die paar Sandsäcke müsst ihr wohl rüberkommen, oder? Mensch, jetzt lauf doch mal, es ist ja... Gut, den Wagen haben die so gut wie selbst zerstört. Das ist recht praktisch, denn ich habe... Und ab auf die Skier! Über die Landstraße. Dette må være bygda de har markert på planen. Jeg må finne politistasjonen. Dokumentene lette nå under bakken. Ihr seid erledigt! Liegen da drüben! Auf! Granate los! Gebt alles! Den metallluken. Zu dem scheiß Keller. Ja. Was von Schnieb, egal. So, weiter geht's. Das letzte Stück noch. Die Geschütze haben das Ding gleich zerfetzt. Ruhe war. So. Das letzte Stück noch. Der karen. Tyskerne oppbevarer tomtene der. Mitgenommen? Passt. Cool. broma. Wir müssen das schwere Wasser wegschaffen. Da, Miriam. Ja, wir kommen in den Bunker. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden angegriffen. So im Eiltempo auf den Bunker zu, dass wir das noch rechtzeitig schaffen. Ja, 400 Meter noch, dann haben wir es eh gleich geschafft. Puh. So, da. Verzeiht, dass ich jetzt nicht viel rede, aber ich konzentriere mich. Ich bin so ein Spielen gerade vertieft, es tut mir leid. Man kann mehr dazu sagen, ja. Man merkt aber viel aus der Engine von Battlefield 1 ist hier definitiv übernommen worden. Das merkt man echt. So, 150 Meter nur noch knapp. Und dann sind wir auch schon drüben. Jetzt bin ich gespannt. So, dann jetzt mit einem guten alten Panzerkrat hinterher. So geiles Teil. Ich finde dieses Motorrad übergenial. Komm, ich glaube, ich schieb rüber. Solveig via Björnstadt 1925 bis 43. Verdammt, sie haben uns erwischt. So ein Cheat! Ein ausgelöster Alarm macht Gegnergruppen in der Nähe auf deine Position aufmerksam. Mit Funkgeräten können sie gefährliche Verstärkungstruppen. Wo teuern die Lastbilen? Let's go! Ein deutsches U-Boot. So wollten sie das Zeug also wegschaffen. Das ist noch fast an Bord, ja? Wenn sie mich weg haben, ist klar. Besetzung wurde über unzählige Heldentaten und Opfer nie berichtet. Der Widerstand war ein Krieg der kleinen Aktionen und knappen Rettungen, bei denen immer auch die eigene Familie auf dem Spiel stand. Viele Norweger verloren beim Kampf für den Widerstand ihr Leben. Schweres Wasser war ein wichtiger Bestandteil der deutschen Pläne zur Herstellung einer Atomwaffe. Ein gewaltloser Kommandoangriff zerstörte im Frühjahr 1943 die gesamte norwegische Produktion von schwerem Wasser. Es gelang dem deutschen Uranprojekt nicht, eine funktionierende Atomwaffe herzustellen. Jo. Das war dann die Mission Nordlys. So viel dazu. Ich hoffe, die Mission hat euch gefallen. Halt eben in dem Fall, also beziehungsweise das Video generell, zu diesem Kapitel in den Kriegsgeschichten. Ja, wie gesagt halt eben. Also wenn es dem so ist, dann bitte ein Däumchen nach oben geben, das wäre ganz lieb. Wenn nicht, ganz klar, dann das Gegenteil, ist ja logisch. Ja, über Kommentare, Verbesserungsvorschläge, Anregungen halt eben oder alles mögliche halt eben. Bitte in schriftlicher Form unten in die Kommentarleiste Spalte rein. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Abonnieren nicht vergessen, ganz klar, das ist ganz wichtig, weil so bleibt man ja doch immer auf dem neuesten Stand der Dinge halt immer, bekommt jedes aktuelle Video mit, was da so online kommt. Ja. Das nächste Ding ist dann Tirailleur in der Provence im Jahre 1944 und das letzte Ding ist dann natürlich der letzte Tiger. So, wie gesagt, dann sage ich Tschüss an dieser Stelle und wir sehen uns in der nächsten Episode, weil es hier heißt Let's Play Battlefield 5 hier auf Kais Retro Games. Also, bis dann!